Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Ich bin jetzt gerade bald Level 39 und dann questen wir noch ein bisschen, dann sind wir ein bisschen schneller, Level 40. Ah, oh, ist schön. Also momentan levelt sich sehr gut wegen dem Community Buff. Momentan bekommt man extra Erfahrung über, also einen Bonus von 95. Das ist ungefähr die Hälfte, ja. Also bekommen wir die Hälfte an Erfahrung noch dazu. Schön. Ich habe ein paar Items gefunden. Die zwei sind die schlechteren. Die besseren ist der Klingenfurchen-Speer. Für einen Krieger Level 93. Ist eine Einhandwaffe, ja. Weil es ein Krieger ist, also für Kriegerwaffe. Sehr schön. Dann einen verbundenen Aufspießbogen aus feinem Holz, großartig für einen Bogenschützen oder Jäger wie ich, ihn dann auch hoch mache. Ich will unbedingt Jäger sein dann, auch wenn ich ihn nicht so mag. Und einen Eisstab für unseren Beschwörer aus feinem Stahl für Level 42 mit Aussprechgeschwindigkeit plus 3%. Sehr schön. Ja, also momentan macht Recken viel Spaß. Wir haben vorher, da konnte ich leider nicht, weil ich nebenan noch Champions League Finale geschaut habe, haben wir ein Ding, also haben wir angegriffen, das Tor in Syrtis, haben es durchbrochen, aber sind dann aufgehalten worden und deshalb da oben. Ah, schon wieder dasselbe Tor oder sie. Die treffe ich jetzt jeden Tag. So, eben, Champions League Finale kurz vorher geschaut und wunderbares Spiel gewesen. Ja, ich war natürlich für Barca da. Spielt Ivan Rakitic, der kommt aus meiner Region, aus Möhlin, im Kanton Aargau. Und das ist ungefähr 500 Meter von hier entfernt. Und ich kenne ihn noch, als er beim FC Basel spielte. So ungefähr 2011, 2012, glaube ich. Und habe ihm wirklich Daumen gedrückt und bin fast ausgerastet, als er das Tor geschossen hat in der vierten Minute. Wahnsinn. Da denkst du, du wärst fast nur in der Schule mit ihm gewesen. Und dann plötzlich hockt er, also steht und schießt er Tore in der Champions League. Wahnsinn. Ich hoffe, mir passiert das bald auch, weil ich mache momentan so gigantische Fortschritte. Ich will einfach mal belohnt werden. Im Fußball werde ich nie belohnt. Ich übe jeden Tag, aber habe immer so das Gefühl, ich bin zu erschöpft und so. Kann die Leistung einfach nicht auf den Platz bringen. Aber irgendwann einmal, wenn ich die Erschöpfung fertig ist, gebe ich Vollgas und das will ich noch erreichen. Mit ihm zusammen einfach mal wieder beim FC Basel spielen, wenn er zurückkommt. Aber ich hoffe, er kommt nicht so schnell zum FC Basel zurück. Vielleicht hört er ja auf, wie viele Fußballspiele, die beim FC Basel groß geworden sind. Ja. Also Fußball kann momentan nicht schöner sein. Bei anderen, bei mir selber nicht, aber ja, vielleicht werde ich auch mal belohnt. Ich überrenne mich einfach immer wieder und dann habe ich Schmerzen und alles Mögliche. Ich habe oft so im linken Knie, ganz auf der linken Seite, so ein blödes Gerinnsel oder so irgendwas, Krämpfe. Und wir sind Level 39, yes! So, wir gehen jetzt wieder zurück ins Land. Landesinnere und tun dort Questen. Wir müssen, glaube ich, in diesen Krater hinein und dort ein paar Quests, ja, vulkanische Zone heißt sie. Wenn das jemand weiß, was für was sind diese Kristalle? Sind das zum Relikte hintun irgendwie so? Kenne ich nicht. Aber darf mir gerne jemand sagen,
in die Kommentare schreiben. Aber ich denke schon, für die Relikte, die wir erobert haben, irgendwie einen Platz, damit wir irgendwie den Wall ein bisschen verbessern können oder so. Also, dass es ein bisschen Bonus gibt. Oder vielleicht einen Schutz, also wenn man jetzt ein Relikt verliert, es zurückerobern, dass wir den hier hinstellen können und dann ist es ein bisschen besser geschützt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da nichts was los. Nie fast. So. Wir müssen jetzt zu dieser Falltür gehen, der irgendwo hier ist. Ja, es sind alle eigentlich hier und hier und hier und hier oben. Für was ist das hier oben? Das hier. Winziger, feuriger Gargul. Komisch. Ah, sind dort oben auch Garguls? Wahrscheinlich deshalb. Okay. Verstanden. Verstanden! So. Oh, heute ist der Winnetou verstorben. Der Schauspieler, der Winnetou gemacht hat. Und oh, ich mochte ihn. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er heißt, aber früher hatte ich immer Winnetou-Filme geschaut. Oder Nobody oder so. Alles Western-Filme. Ich liebte früher Western. Und Bud Spencer und Terence Hill-Filme. Alles Mögliche. Ich bin heute immer noch wieder am so alte Filme schauen. Das sind immer. Sind die besseren Filme. Heutzutage sind die Filme nicht mehr ganz so gut. Also zum Beispiel die Marvel-Filme, die sind recht gut heutzutage. Oder so halt die Kampfsportfilme, die interessieren mich noch viel. Aber meistens schaue ich so ältere Filme, wo einfach noch die Story im Mittelpunkt ist und wo nicht alles voller Effekte ist. Die mag ich am meisten. Oder zum Beispiel Bruce Lee Film. Oh, habe erst wieder diese Ding da, Mann mit der Todeskralle geschaut. Der ist eigentlich immer noch aktuell so. Also er ist einfach nicht alt geworden. Das finde ich so toll. Dass solche Filme einfach nicht alt werden, weil sie einfach ja noch so von Modernigkeit strotzen. So, große Vulkanspinnen töten. Da. Gut. So, ich habe hier noch Zorn der Erde geskillt. Finde ich jetzt aber nicht so wichtig jetzt hier zum Leveln. Aber manchmal setze ich schon ein, wenn ich jetzt gerade unter Druck bin. Hat mich schon ein paar Mal vor dem Tod gerettet. Und One-Hit. Können wir mal einsetzen. Ja, aber so, dass du ihn noch einsetzt. Boom. Schön. Hm? So schön. Gut, dann rennen wir mal ein bisschen. Da ist noch eine. Schön, dass die nebeneinander sind. Müssen wir nicht so viel laufen. Da ist zum Beispiel noch eine. Da ist noch eine. Okay. Dort rechts ist auch eine. Ja, die Quests haben wir leicht. Zwei Quests auf einmal. Da ist auch eine. Sehr schön. Ja, die sind kein Problem. Die Quests haben wir halt aufgehoben. Jetzt machen wir das im Schnelldurchgang. Weil die Questbelohnungen, wenn man so schnell geht, spart man natürlich Zeit, wenn man die Quests aufhebt. Außerdem habe ich ja genug schnell gelevelt Zeit bisher. Und ich bin froh, dass ich wieder so hochlevelig bin. Ich war ja in einem anderen Let's Play vor ungefähr 2 Jahren mal 45. In Syrtis und sogar 53 in Alsius. Aber leider wurde ich dann gebannt. Ich wollte unbedingt den 53er noch auf Level 60 schaffen. Aber ich wurde gebannt, weil ich scheinbar
Multi-Accounts verwendet habe. Aber es ist immer noch der gleiche Account gewesen. Aber nun gut. Okay, ich hatte in der Beta einen anderen Account, aber weil ich ja die E-Mail nicht mehr hatte, konnte ich ja nicht mehr einloggen. Also ja, Passwort auch vergessen hatte. Weil das 2007 war. Ja, schon. Aber es war eine Frechheit. Also heutzutage sind die Entwickler ja frech, wenn sie solche Abzockmethoden reinbringen, wie zum Beispiel diese Pets. Und dann verwenden sie noch so, dass man negative Bonus auch noch dazu bekommt. Wie zum Beispiel minus 80 Mana für 10 Verfassung. Und dann sind sie noch so teuer. 4 oder 5 Euro. Wahnsinn. Also eben, ich mag es ihnen ja schon gönnen und werde es vielleicht mal kaufen später, aber erst wenn ich Level 60 bin. Oder bald auf Level 60 komme. Ja, danke, kann ich hier auch mal hoch. Verdammt. Fixt mal das, dass man dort hoch kann. Das ist sehr wichtig. Da spart man Zeit. Schade, dass der heutige Patch so klein war. Da hat wirklich fast nichts geändert. Mehr im Itemshop verändert als irgendwas sonst. So, dann müssen wir noch Dunkelhyänen killen. Da ist eine Dunkelhyäne. Wir buffen uns wieder hoch. Also machen alle Buffs an. So. Und töten noch die Hyänen. Ja, die sind natürlich auch easy. Die sind ungefähr Level 25. Was ich wahrscheinlich total verschätzt habe. Ungefähr mit Level 25 habe ich die gekillt beim Magier. Aber da waren sie, glaube ich, auch schon ein bisschen niedriger. Also Level 23 oder so, Level 22. Ja, weiß ich was. Da ist noch eine Hyäne. Komm, buff, 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 buff. Eins überbraten. Von hinten. Aha. So. Wir gehen hier drüben hin. Da gibt es mehr Hyänen. Nämlich irgendwo da vorne. Okay, die sind auch weg. Magma-Golems müssen wir nie töten. Hm. Es sind so viele Magma-Golems hier, aber die muss man nie töten. So eine Frechheit, echt. Na toll! Irgendwo hier ist es. Ich glaube hier drüben. Ja, das ist hier drüben. Ich weiß nicht. Oh, irgendwo hier. Na toll. Dann gehen wir wieder zurück. Ah, hier ist eine. Ich glaube, hier ist es. Ja. Wie soll ich jetzt zu dir kommen? Weißt du, die können hochkraxeln, aber wir können nicht hochkraxeln. Oh, eine Fläche. Ja, genau, hier sind sie. Das sind schon mal zwei. Und One-Hit-Kill. Mit irgendwie 818 oder 918. Da ist auch noch eine. 4, also auf 10 müssen wir hoch. Okay. 807. Da sind viele. Ja, man muss nur wissen, wohin man laufen muss zu den Monstern, wo am meisten Monster sind. Anführer töten. Ja, toll.
weiß, dass du ein Non-Fur bist. Dann töte ich dich. Ach, ich liebe Baban. Die macht so viel Damage. Also auch geschafft. Also Altruck aller Head. Dann gehen wir zuerst nach Altruck, das ist am nächsten. Waffe wegpacken. Wegpacken, genau. So. Samuel. Binschen Samalsun. Hexe gleich Terror, dann Babs AES. Was? Ich nicht verstehen so. Assi-Deutsch. Nein, Assi-Deutsch ist ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen besser ausdrücken vielleicht. Noch ein bisschen Schokolade genießen. So. Jetzt. Bekommen wir noch ein bisschen Erfahrung. Können wir gleich mal sehen, wie viel Erfahrung wir bekommen von den Quests. Indem wir hier schauen. So. Mann, oh, ich kann die Fähigkeit nicht einsetzen. Ich will noch ein bisschen schneller sein. Altaruk angekommen, AK. Okay. Dann mal hier abgeben. Mit dem Pferd kommen wir nicht hier hindurch. So. Okay. Ein kleines Stück Richtung Level 40. Aha, hier. Abgeben. So. Abenteuer. Zum 30. Mal. Bergarena. Noch eine Quest annehmen. Das ist die Alcius-Quest. Gibst du nur die Alcius-Quest? Nein. Okay, Syrtis Quest auch. 5 Syrten töten. Das ist Magnanitbahn. Ja, dann. Irgendwo finden wir schon eine. Was? In was hast du mich da hineingezogen? Ich sah des Generales Tochter an Mina Phoenixsteel in den Laden gehen und die Fiolen an sich zu nehmen. Das hast du aber nicht von mir gehört. Ich möchte einfach nicht in Schwierigkeiten geraten. Vor allem nicht, wenn der General herausfindet, dass seine Tochter und sagt dem Magier auch, dass ich nichts mit dieser Information zu tun habe. Ah, die Quest habe ich auch schon mal gelöst. Wahrscheinlich beim Magier. Ich will hier durch. So. Dann haben wir hier drüben noch eine Quest. Sehr schön. Ja, reparier mal. Nicht hier. Hier oben. Weil Update U, neu U ist so. Aha. Ja, 10 Bahnen. Ganz genau. Die bekommt man ja, wir ja noch nie fertig, die Quest. So. Dann hier vorne. Ach komm schon. Ich tue jetzt das hier nicht vorlesen. Kein Bock. Ah, hier oben. So. Dann hier drüben wahrscheinlich wieder. Haben wir denn hier denn keine Quests mehr? Ah, das ist die Bahnquest, stimmt. So, Dille. Also, dann nehmen wir die vorne noch an. Ah, nein, die ist ja auch. Ah, die ist auch mit den Waffen, stimmt. Dann hier wieder hoch. Dann sind wir fertig mit Altaruk, also. Von mir aus. So. Ah, noch eine Quest, gut.
Ja, aber so hast du nicht eine Quest. Jetzt hast du wieder keine Quest. Alexis Gebiet. Okay. Ja, dann gehen wir zum Alexis Gebiet. Oder zuerst. Ja, okay, Alexis Gebiet. Ist das wahrscheinlich dort oben? So. Oh, schon über 1000 Mana. 1009. Schön, schön. Das Imperia-Kessel. Das sieht man. Das haben sie einfach im Hintergrund schwarzen Stein hingetan. Ah. Blauer Schnee. Auch interessant. Okay. Das schwarze Gebirge dort hinten könnte das Schanarit-Kessel sein. Schau mal gerade, dort drüben könnte Menriaf sein. Menriafort. Alter Zombie. Ah, das ist ein alter Zombie. Hallo, alter Zombie. Ich muss dich leider töten, weil ich es kann. So. Das ist wahrscheinlich der Vulkan. Da vorne ist noch eine. One Hit. Da oben ist noch eine. Da sind drei. Sehr schön. Ah, wir müssen nur 10 töten. Gut. Nur 10 kleine Zombie-Lines. Hm, 7 Schaden. Oh, das macht viel Damage. Oh, ich halte das fast nicht aus. Mit meinen 3334 Leben. Fast 3333 Leben. Fast, aber nicht ganz. Nur halb. Nein, nicht ganz. Ein bisschen zu viel. Ach komm. Du nervst. Hau ab. Oh, wieder in die Dimension des Todes hinabgezogen. Das Lich-Arsch. Boah, wie lange habe ich diese Quest aufgehoben? Hm. Da ist noch einer. Ein bisschen Blutdurst anmachen, damit wir schneller angreifen. Die anderen Buffs brauchen wir ja nicht. Da oben ist noch einer. Hm. Dann gehen wir nach oben. Genau, noch einen brauchen wir. Ach komm schon. Nicht mal den Weg nach oben kannst du. Also schäm dich, Drago. Da geht mal gar nicht. So, und... Blam. Das ist ein verwester Anführer. Verweste Leiche. Lich tönt ein bisschen besser. Dann heißt es Rottenlich, oder was heißt verwest? Ich glaube schon Rotten. Rottenlich. Okay. Auf Sumpfbrück. Sicher wieder Leo, der alle Forts aufhaut. Ja, danach nimmst jemand Schar eine, egal. Wartet ihr immer noch in Shana? Ekelige Augen. Igitt, schaut ganz gelb aus. Ekelige Zombie-Augen. Numa benötigt sie zum Verzaubern. Aha. Was will sie verzaubern? Ihr Toilettenpapier oder was?
Igitt. Zart zur Haut, aber gilbig im Geschmack. Das neue Toilettenpapier von Charmin mit Elefantengeschmack und Zombiehänden. 5 Magnanitstücke, wow. Heute werden wir wieder schön belohnt. 441. Bald haben wir wenigstens einen Bahn. Ich glaube, das bleibt bei einem Bahn. So viel will ich jetzt wirklich nicht mehr sammeln. Oh mein Gott, das ist die schlimmste Abzocke-Quest. Hallo Freund, an eurem Abzeichen sehe ich, dass alles in Ordnung ist. Alles war ruhig hier, nicht viel zu berichten. Erehok hat vor kurzem einige neue Aufgaben erhalten und wir warten alle, bis wir alles Nächstes tun sollen. Wenn ihr ihnen sagt, sagt ihm, dass wir alle bereit sind. Passt auf euch auf, mein Freund. Okay, wo ist dann die Quest zum Annehmen? Da unten. Soll ich da unten? Da drüben. Okay. Ah, das ist wahrscheinlich dieses Alexias-Gebiet, genau. Wilder Ork. Was ein Beweis. Wilder Ork. Ja, toll. Da ist zum Beispiel ein... So. Wieder buffen und angreifen und One-Hit. Nein. 6 Schaden. Das sind aber wirklich wilde, gute, starke Orks. Oh, fett. Dann gebt mir mal den Beweis, bitte. 716 Damage. Ist auch nicht ganz so gut, aber das ist schon ein bisschen besser. Die Nacktmulen sind immer noch hier. Das ist wirklich eine Ding, die gibt es nur einmal, glaube ich. In klein. Ah doch, es gibt es, glaube ich, nochmals. An der Grenze zu Alisios gibt es, glaube ich, nochmal. Okay, 2. Außer es gibt in Alisios nochmal solche, aber ich glaube kaum. Hm. Jetzt. Nein, das ist ein Achievement. Gebt mir jetzt endlich den Beweis. Sonst kille ich euch noch aus. Rotte ich aus. Fertig. Dann ist fertig wie die Orks hier. Ich rotte euch alle aus. Fertig. So schnell wie der Wind. Sogar so schnell, dass ich herunterfliege. Ach komm, gebt mir jetzt endlich diese Scheißquest. Hm. Boah, ich schwitze immer noch. Heute ist wirklich katastrophal. Okay, ich schwitze nicht, aber ich habe so ein komisches Gefühl auf der Haut. Weil ich ja einer der unschwitzigsten Leute bin, die es gibt. Also wenn ich mal schwitze, dann so extrem minimal, dass meine Haut immer noch nicht, als würde es trocken sein, sich anfühlt. So, wir müssen zweimal noch Altruck. Okay. Ja. Gehen wir oben durch, so. Wir könnten hier über den Berg, aber das ist ein Umweg. Nicht so gut. Hm. Nee, kein Bock mehr. Geht da und raus oder andere Party. Stest mit der Zeit. 3 Bashes für Cyber passt doch. Ah, ein Feuerstab. Level 34. Hm. Nein. Jetzt bin ich überlastet. Oh, blöder Feuerstab. Der macht gar nichts. Der ist einfach ganz normal. Den bewahre ich nicht auf. Der Besche wird so schnell nicht. Der wird so schnell nicht so einen Stab brauchen. So, schauen wir mal, wie viel Geld wir bekommen, also den Reparaturzeugs bekommen wir wieder zurück. Und 753, sehr schön. Verdienen tun wir auch genug.
Also, ich hoffe, ich schaffe bis morgen Level 40. Ich werde die restlichen Dinge noch zeigen, dann wieder, wie ein Level Up geht. Dann seht ihr in jedem Part ein Level Up. Ich werde so extrem trainieren. Aber ich will endlich nach oben. Ich will euch die spannenden Parts zeigen. Aber was ich werde auf Level 60 sicherlich noch viel farmen und zeigen, weil was ich nicht werde, und das ist einfach aus spielerischen Gründen, vor allem weil ich kein Händler bin, dass ich alle Items alleine farme oder beschenkt, also geschenkt bekomme. Ich will einfach nicht, dass mir Leute dann Sachen geben und so. Ich bin einfach kein Händler. Ich habe in jedem Spiel eigentlich immer safe und gespielt. Und so viel beschenkt wurde ich auch nie. Ich bin immer so einer, der eigentlich fast nie beschenkt wurde. Und daher habe ich einfach auch das Gefühl, dass ich das selber erarbeiten will. Ja, bekommen. Einfach das Gefühl hatte ich schon immer, dass ich halt meine Sachen selber hole und nicht von anderen bekommen haben muss. So. Was ich schon selber erreicht habe, sind manche Leute, die ganze Zeit Sachen erhandeln, mega neidisch auf mich. Aber eben Neid ist ein ständiger Begleiter von meinen Mitbürger, mit Kollegen und so. Das ist ganz klar. Wenn man halt einer ist, der alles selber arbeiten kann und alles auch will, dann hat man wirklich so ein bisschen. Nun gut, ich fühle mich jetzt wirklich nicht, als würde ich jetzt die anderen dafür, ja, dass ich irgendwie den Neid suche oder so. Ich suche keinen Neid. Ich hasse Neid. Aber wenn man die ganze Zeit Neid konfrontiert ist, dann fühlt man sich halt auch manchmal nicht so wohl. Aber eben Neid ist immer etwas. Schaut mal FIFA an, was die neidisch sind jetzt gerade, weil sie nicht mehr so gut Geld machen können, wie durch Korruption. Und viele auch bestraft wurden deshalb. Ja, die hocken jetzt im Gefängnis, sind mega neidisch auf andere und haben sich das Leben vermiest. Was da alles noch rausgekommen ist und noch rauskommen wird. Ich hoffe einfach, dass die WM nicht in Katar ist, 2022. Und glaube ich, in Russland wird sie auch nicht sein. Es wurde alles betrogen, ertrogen, so genannt. Und das ist schlimm. Also im Fußball läuft vieles falsch. Was heute zum Beispiel der Schiedsrichter für eine Leistung brachte, läuft auch auf Korruption aus. Zum Beispiel so ein Stürmer von Juventus, genau. Der hatte mehrere gelbe Karte eingehandelt, die eben keine waren. Und da fühlt man sich schon ein bisschen gefragt, wieso hat er nicht schon in der 5., 6. Minute eine gelb-rote Karte bekommen? So ein Gefall, also wirklich. Wegen dem musste zum Beispiel der Suarez verletzt raus und das ist schon schlimm genug. Aber eben. Als Schiedsrichter kann man schnell korrupt werden, weil er ja eben niemandem eigentlich helfen muss, aber jedem helfen kann. Ja, also ihr seht es, man bekommt recht wenig Erfahrung über. Ich will aber die Quests noch fertig schaffen, weil später bekommt man noch weniger Erfahrung über im Vergleich. Also lohnt sich es jetzt schon zu machen, die Quests. Einfach die Ding-Quest möchte ich noch nicht machen, die Anhänger-Quests. Weil ich eben auch nie gerne Hilfe ansp. Also ich. Ja. Ich nutze mir die Hilfe meistens nicht.
habe einfach keinen Bock, jemanden nach Hilfe zu rufen. Weil hilfsbereit sind viele Spieler hier bei Regnum nicht. Weil sie ja irgendwelche Warzone-Punkte sammeln müssen. Oder AFK am Bind herum gammeln. Was heute wieder für Leute bei beim Bind herumgegammelt sind, sind eigentlich immer die gleichen. Die sind irgendwie 90% eigentlich immer nur auf AFK hier. Ist ein bisschen sehr schade. Und wo ist Fuerza Roxent? Ist das wieder eine Quest, die wir nicht annehmen können? Die da. Ja, die nehmen wir an. Ja, ich weiß jetzt nicht genau wo. Deal. Engwe. Phoenix Deal. Ah, da drüben. Jetzt ist sie zu sehen. Ah nein, das Tatian. Stimmt. Ah, die haben wir auch noch nicht gelöst. Da oben müssen wir jetzt hin. Aber ich möchte gern wissen, wo diese Rockhand ist. Okay, nächste Quest. Das war eine einfache. So. Dafür müssen wir dort unten hin. Schauen wir mal hier. Ah, Rockhand ist hier. Ja, toll. AVCA. Ah, hier. Das dachte ich schon, wenn ich doch Rockhand lese. Gut, immerhin abgeschlossen die Quest. Sonst hätten wir die immer noch an. Am Schluss. Was geht, hat gerade Mega Lex und dann Crash. Bis der Bind. Was geht? Was geschwult? Was geschwult denn bei dir? Oder was? Ah, Dolch. Ihr wollt nur einen schäbigen Dolch. Okay. Die Quest nehmen wir auch an. Wüstentür. Okay. Gebt Dolch an Tarik. Da ist Tarik. Auch abgeschlossen. Nochmals eine Quest. Diorios. Diorios, wo ist Diorios? Da vorne. Einen schweren zweihändigen Kolben für Level 20. Ja, toll. Das ist ein Kinderspielzeug. So, so ein Gummiknüppel. Ich weiß noch, so einen hatte ich auch immer. Die waren früher noch nicht illegal. Heutzutage sind sie wahrscheinlich illegal, weil man sie in den Arsch schieben kann. So. Hier vorne müssen wir was töten. Ach, einen schönen Part mit Levelquesten. Oder Erfahrungspunkte sammeln. Aber noch lange nicht Levelquesten. Nein, kein Anführer. So, hier. Also, das mache ich jetzt noch ein bisschen. Geht der Part ein bisschen länger, aber die Quest ist gerade ein bisschen gut. Noch kurz zum Zeigen. Die ist schnell gemacht. 12 Hyänen töten. Alle One-Hit. Das ist doch interessant. Oder? Speedy Gonzales! Vier. Eine 5 One-Hit. Oh, 850 Schaden. Ne, 6. Nicht One-Hit. Der Buff ist wieder ausgelaufen. Ach komm. One-Hit. 55 Leben haben die, oder was?
Gib mir Speed. Und BAM! Knapp dem Tod, knapp gestorben, aber fast dem Tod entronnen. Noch zwei. Einen von zwei. Ah. Überlebt. Ja, ja. Und da vorne. Ah, hier ist der Wasseranhängerträger. Und plätsch. Okay, weniger. 430. Hm. Südliche Sandwüste. Altaruk. Also gehen wir nach Altaruk und dann nach Medenetz und dann ist der Part vorüber. So. Ja, die restlichen Quests lasse ich noch ein bisschen. Ich denke, in Melekati haben wir auch noch ein paar Quests. Und irgendwo der Anhängerquest habe ich immer noch nicht gefunden, wo die anzunehmen ist. Hm. Wahrscheinlich eine Folgequest der Folgequests. Ach, egal. Der hat mir auch nicht mehr eine Quest gegeben. Schade. Ich frage mich, wann schafft es NG Studios mehr Quests zu machen für spätere Levels? Einfach so, um ein paar Ausrüstungsgegenstände noch zu bekommen, weil man ja sehr wenig bekommt von Monstern. Würde sehr viel Motivation bringen und nicht irgendwelche Shop-Gegenstände, die sehr überteuert sind. Für was soll ich einen Shop-Gegenstand, also einen Begleiter, holen, wenn man den sowieso im Kampf eigentlich nie einsetzt? Weil man gerade geritten ist oder so. Ja, toll. Und wo ist Anunar? Ist der unten? Okay, gehen wir nach unten. Zu Medenet. Hm. So. Oh Gott. Heute war wieder ein strenger Tag. Heute hatte ich so extrem viel gefuttert. Cashewnüsse, Schokolade, Eiscreme und Chips, Paprika-Chips und Brötchen, meine Lieblingsbrötchen. Ah, so luftige Brötchen, kleine, so mega geile Brötchen von so einem kleinen Regionalsmarkt. Und dann, was habe ich noch gegessen? Kartoffelsalat zum Nachtessen. Ah, schön gegessen. Sodele. Der Nasenberg. Um Kurven. Das sieht wirklich wie eine krumme Nase aus. So, hier müssten wir schwarzen Käfer töten. Das machen wir dann in einem der nächsten Parts. Aber jetzt kommen wir in Medenet an und hier können wir eine Quest abgeben. Und zwar hier drin. So. Schön, schön. Leistung heute abgekoppelt. Und ich sage, ja, euch guten Morgen. Für mich ist es gute Nacht. Oder einfach für den nächsten, für die nächste Nacht gute Nacht. Also, Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Schauen. Tschüss.